Moin Moin, Automated Lord hier und heute zeige ich dir, wie du aus so einer Bild-Text-Kombination hier einen klickbaren Button machen kannst. Bleib dran! Also wenn du hier so deine Landingpage hast, ist das bei dir vielleicht auch so, dass du oben links dein Logo hast. Bei uns ist das jetzt so ein Bild mit einem Textteil dazu. Und um das jetzt klickbar zu machen, könntest du halt das Bild auswählen und dann hier eine Action auswählen. Dann zusätzlich den Text auswählen, hier bei Action, dann Go to URL und deinen Link eingeben. Aber hier hast du zum Beispiel schon mal weniger Spielraum. Weil wenn du in einem neuen Tab den Link öffnen möchtest, geht das hier schon nicht mehr. Was du stattdessen machst, ist, du nimmst einen Button, ziehst den rein, richtest den so oben links am Bild aus, ziehst den über das Ganze rüber, löscht den Text weg und machst ihn durchsichtig. Und jetzt kannst du halt bei Action auswählen, was du willst. Ich nehme mal Show Lightbox. Kannst du die Lightbox auswählen. Wenn du das jetzt abspeicherst und in die Vorschau gehst, siehst du, dass das hier alles klickbar ist. Also auch jemand, der nicht ganz so gut trifft, der wird dann hier den Button treffen. Dann kriegst du deine Lightbox hier. Moin. Ja, sieht ganz gut aus. Oder auch nicht. Aber jetzt weißt du, wie du aus deinem Logo einen Button machen kannst. Alles klar. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da. Wenn es dir nicht gefallen hat, abonniere den Kanal. Und über Feedback und Fragen unten in den Kommentaren freuen wir uns auf jeden Fall immer. Bis zum nächsten Mal.